Frankfurt am Main ist als Deutschlands Finanz- und Wirtschaftsmetropole vor allem bekannt für seine Banken und deren verglaste Hochhaustürme. Aber Frankfurt hat noch eine andere, künstlerische Seite. Hier gibt es so viele Museen wie in kaum einer anderen deutschen Stadt. Es sind fast 60 Ausstellungshäuser. Am Museumsufer des Mains liegt unter anderem das Städelmuseum. Mit seiner großen Sammlung präsentiert das Städel einen Überblick über 700 Jahre europäische Kunstgeschichte. Vom frühen 14. Jahrhundert über die Renaissance, den Barock und die klassische Moderne bis in die Gegenwart. Speziell für die Gegenwartskunst eröffnete das Städel Anfang 2012 einen unterirdischen Erweiterungsbau. 195 Oberlichter lassen Tageslicht in die unter dem Städelgarten gelegenen Ausstellungsräume. Gefällt mir sehr gut, dieses Moderne und Helle. Weckt auch viel mehr das Interesse an der Kunst, weil es einfach viel besser dargestellt durch, dass es hier so hell im Raum ist. Ich finde den ziemlich cool. Also so auch als Schülerin gefällt mir das ziemlich gut, auch so mit den Kuppeln, weil dadurch das Licht ziemlich natürlich reinfällt, finde ich. International beachtete Ausstellungen bietet auch die Kunsthalle Schirn. Bis zu 3 Jahre lang werden hier die wechselnden Ausstellungen geplant, bevor schließlich die Kunstwerke geliefert und aufgehängt werden. Pablo Picasso, Edvard Munch oder Gustave Caillebotte. Große berühmte Künstler werden hier unter neuen, unbekannteren Aspekten präsentiert. Die Schirn trägt ebenfalls dazu bei, dass Frankfurt am Main immer stärker als Kunststadt wahrgenommen wird. Generell ist Frankfurt natürlich schon sicherlich inzwischen neben Berlin und München eines der wirklich interessanten Zentren, auch was bildende Kunst angeht. Und einerseits natürlich, was die Museen angeht, aber gerade auch, was die Ausstellungstätigkeit angeht. Da passiert hier in einer relativ kleinen Stadt wirklich sehr, sehr viel. Die Künstlerszene in Frankfurt ist klein, aber international. Denn auch der Nachwuchs aus aller Welt wird in die Stadt gelockt. Durch die renommierte staatliche Hochschule für bildende Kunst, die Städelschule. Diese 3 jungen Künstler haben die Städelschule absolviert. Ihre Abschlussarbeiten dürfen sie bereits im Museum für moderne Kunst präsentieren. Für mich ist eine super Gelegenheit, mal meine Arbeiten in so einen Kontext zu stellen. Und ich bin echt gespannt, wie sie so wirken. Also wenn man so eine museale Situation hat, dann ist es ja ganz anders, als wenn man die Arbeit im Atelier hat. Das ist auf jeden Fall was ganz anderes, als in irgendeinem Offspace auszustellen oder so. Auf jeden Fall, und natürlich gibt es eine ganz andere Öffentlichkeit. Es fühlt sich gut an. Jetzt nach der Schule muss ich in die richtige Welt raus und das ist ein richtiges Museum. Das ist wirklich aufregend. Neben den großen Ausstellungshäusern finden sich in Frankfurt eine Vielzahl von Museen zu Spezialthemen. Unter ihnen das Filmmuseum. Mit alten Sehapparaten lässt sich hier interaktiv die Vorgeschichte des Kinos erkunden. Gleichzeitig erlebt man anhand von Filmausschnitten, Requisiten und Effekten, was das bewegte Bild noch heute so faszinierend und emotional macht. In Frankfurt befindet sich auch das erste jüdische Museum Deutschlands, denn die Stadt hat eine lange jüdische Tradition. Das Museum erzählt die Geschichte der jüdischen Gemeinde, von den Anfängen jüdischer Ansiedlung in Frankfurt über das soziale und religiöse Leben bis zur Verfolgung und dem Bemühen um Widerstand im nationalsozialistischen Deutschland. Die Namen der Juden aus Frankfurt, die in der NS-Zeit deportiert und ermordet wurden, sind zum Gedenken auf einer Wand eingraviert. Heute hat Frankfurt wieder eine große jüdische Gemeinde. Das laut den Machern schönste und vor allem lustigste Museum der Welt liegt auch in Frankfurt. Das Karikatura, ein Museum für komische Kunst.
Es zeigt, wie Karikaturisten die Gesellschaft sehen und überzeichnen. Und eins sollen die Besucher auch noch bemerken. Um endlich mitzubekommen, dass diese Mär von der Deutsche hätte keinen Humor hier widerlegt wird und eindeutig widerlegt wird. Und diese Botschaft sollen sie dann in die Welt hinaustragen, um endlich mit diesem Vorurteil aufzuräumen. Diese Herren gründeten 1979 in Frankfurt das berühmte Satiremagazin Titanic. Ihre Werke stehen im Mittelpunkt des Karikatura-Museums. In Frankfurt am Main haben Museumsliebhaber nur ein Problem: die Qual der Wahl.